Andres Bossart, noch ein Schweizer. Andres Boss, ein Schweizer Künstler, ja. Interessanter, sage ich mal, Quereinsteiger, der eigentlich aus der Musik kommt. Ich glaube, der war Querflötist ursprünglich. Hat eine schöne Karriere gemacht. Hat sich dann aber nochmal was Neues ausgedacht, ist in die Kunst eingestiegen und arbeitet hauptsächlich mit Sound. Ist einer mittlerweile in Europa einer der wichtigsten Soundkünstler, hat auch auf der Expo ein Projekt gemacht. Und bietet hier in Zürich West jetzt Soundwalks an. Das klingt nicht spektakulär, aber glauben Sie mir, wenn man mit ihm zusammen durch das Quartier geht, auf diese kleinen Exkursionen und mal eine andere Wahrnehmungsebene als die visuelle mit den Augen einnimmt, also einfach mal hört, wird man diese Welt ganz anders nicht sehen, sondern eben erfahren. Ne? So. Und das ist so eine kleine Topografie des Hörens, ne? Der Geräusche, die da in Zürich-West sind. Und da gibt es sehr, sehr viele unterschiedliche Geräusche, wie überhaupt Zürich-West ein wahnsinnig faszinierender Stadtteil ist, den die meisten ja gar nicht kennen, den ich aber jetzt in den letzten paar Monaten wirklich intensiv erforscht habe. Und ich kann also sagen, es gibt da alles. Ne? Es gibt wirklich vom, sage ich jetzt mal, absolut, ja, unbenutzten, unbefleckten, unberührten bis hin zum höchst verdichteten, in allen Weltteilen vernetzten Aspekten. Ne? So, also es ist wirklich etwas Faszinierendes, welche Bandbreite der, sag jetzt mal, urbanen Aggregatzustände man in Zürich-West finden kann. Damit ich das richtig verstehe, diese Soundspaziergänge, da hört man die Geräusche, die eh schon da sind, oder Herr Bossert hat die dann irgendwo platziert? Nein, Herr Bossert führt die Menschen durchs Quartier an Orte, an denen er Sounds gefunden hat. Ne? Und die er ihnen dann vorspielt dort. Nein, die spielt er nicht vor, weil die sind ja da. Ah, die sind eh schon da. Die sind ja da, ne? Ja? Alles klar, okay. Found Sound, Found Found Sound, Sound, Found ne? Sound, sehr schön. Aus Kuba.